Willkommen zurück, meine Freunde, zum Straßenbausimulator, zum Tiefbauamtssimulator, zum Simulator einfach, zum Patch Room. Mit mir, dem Baumeister höchstpersönlich. Was? Uneinigkeit auf höchster Ebene ist mir echt scheißegal. Die sollen mir beide nicht auf den Sack gehen, ansonsten hacke ich ihnen beiden den Kopf ab. Genauso wie denen da oben. So, jetzt nutzen wir mal unsere römischen Straßen kurz. Oder auch nicht. Ja, ja, das ist Bewegungstempo, Leute, wa? Seht ihr das? Wie schnell der sich bewegen kann auf den römischen Straßen. Oder auch nicht. Digga. Der soll mal keine Fax. Ich schwör, was macht der da, Alter? Mit die 6000 Barbaren. So, da tun wir schnell angreifen. Da sind eh keine Leute drin. Und dann helfen wir kurz unserer City dort unten. Und konnten die sogar gleich auslöschen. So, dann bewegen wir uns jetzt aber ganz nebenbei mit unseren Armeen, die eh nichts zu tun haben. Wieder gehen Süden. Richtung Eroberung. Eroberungspläne hier. Ach, egal. Flotte braucht keine Leute. Ihr baut noch. Schaut's mit dir so aus. Ah, also, okay, ja gut. Dann gehst mal schnell dorthin und dann dorthin und dann dorthin. Dann bin ich da eigentlich auch happy. Und du gehst auch schon mal wieder hier mit drüber hin. Jeder will mal Geld von mir. Ich bin irgendwie der Geldbeutel für alle. Sport hätte sogar noch brav Straßen, das ist sehr erfreulich. Sind sogar stärker, interessanterweise. Übrigens sagt es nicht weiter, wenn ich jemandem Geld schicke. Oder wenn jemand Geld will, dass ich ihm das immer automatisch schicke. Da die Thraker sind noch mit der Stärke. Ich würde auf alle Fälle gerne nochmal Krieg gegen die Thraker führen. Das wäre auf alle Fälle eine Sache, die mich nochmal lüsten würde. Ansonsten brauche ich glaube ich nichts mehr. Ansonsten habe ich glaube ich alles durch. Mir noch ein Weltwunder hin. Naja. Rom erhält Steuerbefreiung der Reichen. Naja, aber auch nur, weil ich so viel Kohle auf Lager habe. Ne? Ansonsten würde ich das nicht machen. Sage ich aber gleich, meine Freunde. Illoyaler Charakter. Aha. Der Polus. Der Marco Polus ist illoyal. Erstmal kurz gucken, bevor wir jetzt irgendwas machen. Hier, blub, langt noch nicht. Blub, das langt. Dann stellen wir hier mal die Fakes. Nein, ja, haben aber keine Fake, Leute. Die sind alle unfähig. Nutzloser Pöbel. In die Arena mit ihm. Das Problem ist, weil ich keine Leute mehr, weil die alle unfähig sind. Fast wie bei mir auf Arbeit, sind auch alle unfähig. Schreckliche Zustände überall, ich sag's euch. So. Digga, wie kannst denn du... Hä, da war doch gerade noch... Wie kann denn das sein, dass so ein felsiges Stück Land so fettes Versorgungslimit hat? Wegen der Mine oder was? Hat doch gar keinen Sinn. Naja, mal Öps Straßen bauen wollte ich eigentlich ausmachen. Haben wir genug Straßen gebaut, reicht ja auch erstmal, oder? Stärkungsgeschwindigkeit, Moralerholung. Aha. Interessante Features. Wir werden von Gott inspiriert sein und das Beste daraus machen. Ach, scheiß auf die 3000 da. Das Geld gebe ich lieber aus. Ich habe das Problem, dass wir mit dem ganzen Geld eh nichts anfangen können. Ach komm, machen wir mal das, oder? Nee, machen wir mal das. Für Rom und Ehre. So, jetzt hat wieder eine Familie das Problem. Die sind aber beide nutzlos. Wenn ich schon irgendjemanden in der Familie einsetze, dann sollte er wenigstens was drauf haben. Und nicht unfähig sein wie so ein Turnschuh. Was ist jetzt sein? Oh, der ist aber gar nicht so schwach eigentlich. Er ist sogar Admiral. Warum? Was ist denn dein scheiß Problem, dass du sogar Admiral bist und illoyal?
Entzug Besitztümer, verlor Konflikt. Achso, der ist quasi richtig angepisst, der Kollege. Gibt's noch irgendwas mit Versorgung? Hier gibt's nochmal Versorgung. Okay, dafür brauchen wir links schneller Marsch. Machen wir das doch gerne, weil dann können wir nicht auch Gewaltmarsch machen. Oder? Nee. Doch, Gewaltmarsch. Und generell nochmal 5% Bewegungsgeschwindigkeit automatisch dazu. Was ja auch nochmal gut ist. Ne? Kann ich eigentlich Gewaltmarsch und bauen lassen gleichzeitig? Ne, geht nicht. Dann machen wir mal Gewaltmarsch an. So. Schicken wir den mal da runter. 13. August ist es. Bin mal gespannt, wie lange der braucht. Okay. Der ist scheinbar so schnell jetzt dadurch, dass er erstmal irgendwas bekommen hat, so eine Auszeichnung. So, 13. August. Die sind auch wieder beide. Ich will keinen, ich will irgendwelche fähigen Leute haben. Wo ist er denn? Also der braucht ein Jahr. Ach komm, das ist aber nicht so gut. Da hätte ich mir jetzt aber mehr erhofft irgendwie. Also er ist schon schnell, aber trotzdem, dass es so lange dauert, von ganz unten nach ganz oben, weiß ich ja jetzt nicht, ehrlich gesagt. Das könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Vor allem Gewaltmarsch ist ja auch noch an und wir haben hier überall Straßen gebaut. Quasi fast so, als ob er mit einem Ferrari fährt. Und trotzdem ist er so langsam. Was ist jetzt hier schon wieder los? Jetzt, oh, die führen Krieg gegen Karthago. Das ist ja interessant. Vielleicht führen wir jetzt dann gleich Krieg gegen die Karthago. Oh, versorgen sie mit 15% nochmal. Wow. Wowi. Mein gut, Müllprovinzen bringt mir das beste Versorgungslimit nichts. Bist du jetzt mal fertig, dass du auch mal deinen Arsch hochbewegst? Legio Magna Graecia wird auch mit Barca ausgezeichnet. Was war das, Barca nochmal? Kohortenloyalität, Erhaltungschance, Gewichtsoffensive, Offensive. Ist relativ stark, das Ding eigentlich, muss ich mal dazu sagen. Empfiehlt sich vielleicht generell einfach mal das anzusammeln. So, was ist jetzt eure Sache? Wie lange wollt ihr dieses Schauspiel jetzt hier weiter treiben? Also die Karthager. Haben die noch Truppen? Man sieht, die sind aber relativ stark. Wo sind denn die 5500? Ah, die haben die Revolte beendet. Ach so, ach so, ach so. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Übrigens, apropos sehr interessant, ich glaube, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Das ist gleich vorbei. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das mit der Mod ist. Kann sein, dass die Mod das ändert. Weil ich glaube, dass das Spiel eigentlich um 27 vor Christus vorbei sein sollte. Und wir sind ja schon drüber. Was mir eigentlich recht ist. Also ich glaube, dass die Mod wahrscheinlich die Zeitlinie erweitert hat. Ich denke mal, Karthago wird hier die Typen hart kalt machen. Und dreimal dürft ihr raten, wer noch keinen Kriegssieg gegen Karthago hat. Ah ja, ich. Mit Schiffe habe ich ja genug an sich. Wobei, die haben 110. Oh Gott, ich habe keinen zivilen Forscher, der auch nur irgendwas kann. Wo habe ich denn? Hä, warum habe ich jetzt einmal so viele Flotten, die ich kontrolliere? Okay, dann geht mal alle dorthin. Danke für die Spende, aber kein Interesse. Baut lieber irgendwas dafür. Habe ich jetzt alle ausgewählt? 89 Schiffe. 11 Schiffe, also 11 Flotten ausgewählt. Gehen wir in den Hafen rein. Ne, du bist noch. Okay. Mal unsere Flotte ein bisschen aufbauen, glaube ich. Könnte langfristig von Interesse sein. Schau
Schauen wir mal ganz kurz, ob es noch ein Wunder gibt für die Marine. Oder gibt es überhaupt noch ein Wunder? So, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Das können wir natürlich machen. Ah, da unten habe ich schon das für die Flotte genommen. So, das weiß ich nicht. Hier, Schiffsbaukosten, Unterhaltskosten, Anfangserfahrung. Das wäre natürlich dann nochmal stark für die Söldner. Machen wir das nochmal mit. Ja, das Problem ist, hier gibt es beides nicht, was wir brauchen. Sowohl einmal die Edelmetalle, als auch Stein war es, ne? Genau. Können wir hier nicht auch noch eins hinbauen, oder? Ja, ich habe keine politische Macht mehr. Politik-Einfluss, wie es heißt, Entschuldigung. Und da oben haben wir die Kantiakia oder Kantiachia. Die machen auch einen ganz guten Job da oben, haben das alles vereinen können. Asturien erobert aktuell ein bisschen die Gebiete zurück und hat ja auch von Karthago einen Großteil der Gebiete erobert, ne? Also für die sieht es ja eigentlich gerade relativ gut aus. Bekommst mal das. Das sehe ich ein bisschen schlechter. Ja, wenn ihr eine Festung bauen wollt, dann baut eine Festung. So, was ist jetzt euer Problem? Ihr habt keinen Stein mehr, alles klar. Handeln wir das mit einer römischen Provinz, dann soll es wenigstens funktionieren. Jetzt haben wir einen Anspruch auf die anderen Genossen. Okay, jetzt ist nur das Ding. Taktik, Taktik. Okay. Dann bauen wir mal ein paar Schiffe dazu, ne? Relativ teuer, vor allem die Hexere. Aber sind natürlich auch gute Schiffe, ne? Und das müssten eigentlich die Dinger sein, die transportieren können. Gehe ich mal davon aus. Dauert natürlich jetzt auch relativ lange. Wenn ich das richtig sehe. Wobei, die bauen schon in der kompletten Provinz. Okay, immerhin etwas. Jetzt warten wir mal ab ein paar Tage. Du kriegst auch schon Schiffchen dazu. Du auch schon. Der auch, glaub. Ne, der nicht. Auf alle Fälle gucken, dass wir stärker sind als die Karthager mit ihren 110 Schiffen. Militärtechnologie ist auf Stufe 20. Sind wir ein bisschen überlegen, ne? So, ist der Krieg hier vorbei, oder ja? Und Karthago hat gewonnen, oder was? Macht euch nicht lächerlich. Ein kleiner Nachtrag. Immer her mit der Stabilität. So, pass auf, ihr macht hier mal unabhängig, so schwer es mir auch wieder fällt. Und dann erklären wir jetzt den Kollegen mal den Krieg. Die haben zwar lauter hässliche Verbündete da. Aber, it is what it is. Ich würde das Geld runtergesetzt für die Flotten. Ist jetzt eine Armee unterhalb mal mit hoch nebenbei. Auch den Flottenunterhalt. So. Ja, da rennen sie gleich wieder. Das ist halt das Schöne, die waren ja jetzt gerade schon im Krieg die ganze Zeit. Die dürften auch eine relativ hohe Kriegsmüdigkeit haben. Deswegen tun sie mir jetzt fast ein bisschen leid. Aber auch nur fast. Da haben auch schon die ersten großen Siege errungen. So. Immer rauf mit der Stabilität. 82,6. Und wenn ich richtig lustig bin, machen wir noch das Ding mit dazu? Nee. Nee, doch das hier war's. So, jetzt halten wir die Stabilität sogar quasi. Haha, geil. So, bis jetzt alle Schlachten gewonnen. Wir haben 2000 verloren, die haben 18.000 verloren. Wenn die nächste Forschung haben mit 15% mehr Nahrungslimit da, dann dürfte man eigentlich gar keine Probleme mehr haben. Ja, da holen wir uns auf alle Fälle jetzt ein schön fettes Stückchen Land. Die sind, oh, der ist ganz gut, der Drusus. Der Drusus ist ganz in Ordnung. Ja. Okay. Ah, ich bin so blöd, ich hätte... Ach komm, mach mal so. Scheiß drauf. Schmeiß mal ein paar Leute raus. Ich muss nicht immer alle zu meinen Freunden machen.
Einzige, was ich kurz gucken würde, ist, ob die Wunder funktionieren. Jemanden hier. Basis gerissen. Bemerkenswerte Philosophieausbildung. Ach ja, keine Ahnung, ob das Wunder funktioniert oder nicht. Ich habe jetzt so viele Wunder auf Maximalstufe, die eigentlich alle den Kindern helfen müssten. Bemerkenswerte Redekunstausbildung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich stelle nicht dabei, was es ist. Dass sie irgendeine bemerkenswerte Ausbildung haben. Am Ende habe ich diese ganzen Wunder gebaut, aber die bringen mir gar nichts oder so. So, ein paar Sturmangriffe mit reinschmeißen. Ey! Hallo! Wo geht ihr hin? Was soll denn das? Großflächig belagern? Ne, kein Bock. Muss er erstmal in die Grenzregion schicken. Dann stopp, Nebel und nochmal stehen. Stehen bleiben. Gewaltmarsch. Runterlatschen. Ich habe fast kein Geld mehr. Erstmal wieder unser Geldeinkommen erhöhen. So, Schiffe haben wir jetzt 135. Langt das für Karthago? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, mehr Schiffe braucht das Reich. Vor allem darf man auch nicht vergessen, dass die Karthager auch noch belagert werden müssen dann irgendwann mal. Ach komm, was für minus 5 Stabilität? Was soll denn der Scheiß jetzt? Seid solche Arschlöcher, ey. Aber wie ich mir schon dachte, das sieht hier erstmal ganz gut aus. Und diese Holzfestung erstürmen wir auch ganz kurz. Relativ verlustreich gewesen. Aber insgesamt in Schlachten verloren 4.944 Mann zu 38.000. Ein tragischer Verlust für die Gerechtigkeit. Scheiß auf Gerechtigkeit, wenn das Geld stimmt. Meine Lebenseinstellung. Ja, die da oben werden jetzt gleich die Provinz zurückerobern, was ich natürlich auch nicht so toll finde. Ah, nee, die fliehen. Kluge Entscheidung. Die wissen schon genau, was mit ihnen passiert. Ja, Durchbruch, echt, oder? Noch eine, cool, Gratis-Innovation, gibt nichts Geileres. So, nochmal 15% Versorgungslimit und minus 10% Armeenzermürbung. Perfekt. Wir dürften jetzt eigentlich fast nirgends mehr so wirklich Verschleiß bekommen, weil das Versorgungslimit so hoch. Ja, schau mal hier teilweise. Ja, wo war's denn? Ja, gut, hat mich gerade getäuscht. Ah, hier doch 66. Da oben auch 60. Sehr schön. Ertragreiche Ernte gab es auch noch gleich. Mit wem bin ich jetzt eigentlich noch im Krieg? Ah, schon, mit allen hier. Mit denen, mit denen. Ich meine, ich werde mir jetzt hier die Gebiete hier holen. Das hier. Das werde ich mir alles holen. Mauretanien ist als nächstes dann dran. Weißer Friede steht kurz bevor. Lass mal sein, sowas. Aber sie versuchen es immerhin. Wobei es meistens ein Söldner, muss man auch dazu sagen. Jetzt haben sie sich sogar echt nochmal zusammengesammelt. Oh, 6 Stabilität. Ich bin ja großer Verfechter von Stabilität, ne? Forschungspunkte und Zufriedenheit vor allem. Nur kurz gucken, gibt es hier noch mehr Zermürbung Feinde? Das ist jetzt nicht so wichtig. Versorgungslimit kann ich nicht weiter erhöhen, ha? Ja, das ist halt cool, ja. Aber Versorgungslimit, das sind die alles eher so festungstechnisch zu sein. Könnte natürlich dann ein bisschen unsere Flotte mal ausbauen. Nee. Hier gibt es wahrscheinlich auch nichts mehr. Das würde mich jetzt zumindest arg wundern. Dass jetzt hier noch was geben würde. Disziplin.
Das ist alles untertan-technisch gewesen. Das ist nochmal alles für Forschung. Das würde eine Staatskrise auslösen, da lang zu gehen. Ja, morden wird billiger. Das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung. Ich morde ja so gerne. So, damit haben wir jetzt eigentlich alles, fast alles erobert, was ich gerne hätte. Bis auf diese eine Provinz, die gehört mir noch nicht. Ey, machen die denn da schon wieder? Macht die mal kurz kalt, jawohl. Und damit, ja, ich bin eigentlich jetzt schon zufrieden. Eigentlich könnte man schon Frieden schließen. Sofern die den Frieden wollen würden. Wollt ihr Frieden? Ich nehme nur ein paar Provinzen. Nichts Großes. Ah, lehnen sie ab, oder was? Ihr seid so geil, Alter. Ha! Wie sie ablehnen, als ob sie irgendwelche Optionen hätten. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, ich werde zum Priester. Oh Gott. Also Verluste 35 zu 72.000. Wir haben jetzt wahrscheinlich echt viel durch Verschleiß verloren, oder? Sehe ich das irgendwo? In Volucha und Nivadi haben wir echt viele Leute verloren. Nur der Herrgott weiß, was das war. Und darfst du ja gerne hier belagern eigentlich. Mir ist so scheißegal, was mit den anderen da passiert. So, tun wir gleich mal angreifen. Boah, tut das weh. Also wir haben es erobert, ja, und so, ganz cool, aber war schon schmerzhaft. Gehst du mal runter. Da oben schaut auch gut aus. Kannst du kurz angreifen, Amigo? Ne, kann er nicht. Achso, es geht schon. Doch, ich habe es gerade gemacht. Und da ist die Moral der Belagerer zu niedrig. Was? Wie die Belagerung? Hä? Das heißt, die Moral ist zu niedrig. Wollen sie Urlaub oder? Ja, jetzt können wir. Ja, jetzt hat. Sehr schön. Der Frieden, den ich wollte, da ist er. Wir sollen nach Hause gehen. Und dann wisst ihr jetzt eh, was wieder kommt. Das Übliche. Erstmal Provinzverwaltung bauen, so viel wie geht. Damit die auch alle gleich wissen, wer ihre neuen Oberherren sind. Dann schauen wir kurz, was in den Städten so abgeht. Ich könnte auch generell ein bisschen in den Städten mal bauen mit dem Baumenü. Das sollte doch auch möglich sein. Pass auf, mach mal auch. Scheiß doch drauf. Pass auf, bauen wir jetzt hier. Bauen jetzt hier einfach mal ein bisschen so Marktplätze zum Beispiel. Also ein bisschen Marktplätze. Bauen gerade voll Bock. Ein paar Marktplätze. Was sehen wir denn hier noch so für Sachen? Handelsrouten. Ich habe so viel Zeug hier. Gott, ey. Ich mache jetzt mal den Spaß drauf. Pass auf, wir bauen jetzt einfach mal in jeder Provinz. So lange, bis ich kein Geld mehr habe. Wann auch immer das sein soll. Okay, dann Gießereien. Gibt ja auch so ein paar coole Sachen. Gott, ey. Ist das so einfacher? Nee. Wir bauen einfach so weiter. Wir können ja nur eine bauen pro Ding, glaube ich. Nee, das sind einfach nur freie Gebäudeplätze, oder? Nee, ich glaube, dass du es wahrscheinlich nur pro Provinz einmal bauen kannst. Okay, mega, passt schon. So, dann bauen wir mal ein bisschen Theater. Theater sind immer was Feines. Wobei, nee, noch was, noch großen Tempel, komm. Bauen wir überall große Tempel hin, dass die auch alle wissen, wer ihre Staatsreligion ist. Wollte ich gerade sagen, sind wir schon fertig? Nee. Die haben einfach nur die ganzen Städte versteckt. Kann man übrigens auch nur ein einziges Mal bauen, die Dinger, ne? Pro Ding, deswegen steht auch nur einmal dran. Und die Städte, die verschwinden, da kann man wahrscheinlich dann gar nichts mehr bauen. Aber jetzt sind wir fertig, ja? Ah, schau mal, jetzt haben wir überall so ein Ding gebaut. Sehr schön. Dann Marktplätze. Auch immer eine schöne Sache. Ah, nee, warte mal, ich will doch keine Marktplätze. Bibliotheken. Wobei, Bibliotheken habe ich wahrscheinlich sowieso.
Ich weiß nicht, wo, ich weiß gar nicht, wo wir forschungstechnisch stehen gerade. Müsste ich mal gucken. Und Geld ist aus. Ja, könnte besser sein. Na, wobei, 225 ist das Maximum. So. Wie viel bauen wir jetzt? Leute. Ist das eine Bauliste, Alter? Mal gucken, was das auch finanziell mit uns macht, Alter. So geil. Ja, wie gesagt, mal gucken, was das auch finanziell mit uns macht. Das ganze Zeug fertig gebaut ist in den nächsten Wochen. Das ist in der Zwischenzeit bei 350. Und wie gesagt, wir zahlen ja sogar unseren Truppen mehr Unterhalt, was ja dazu führt, dass wir mehr Moral haben und auch mehr Truppen. Interessanterweise sinkt aber die Zufriedenheit. Was ich nicht verstehe. So, Leute. Jetzt geht ihr erstmal alle darüber. Oder geht mal darüber. Die mag ich eh nicht da drüben. Die sind wir schon länger ein Dorn im Auge. Und schon alles fertig gebaut. Also finanziell hat es uns erstmal gar nichts direkt gebracht. Ein Auge für Ästhetik. Das ist allerdings, naja, immer ganz nice. So, da müssten wir jetzt eigentlich, dachte ich, das Maximum haben, aber irgendwie, ja? 225? Warum kein 225, ihr Karling, ey? Es sinkt sogar, Digga, ich baue Bibliotheken, Alter, und es sinkt. Hab ich das Spiel jetzt falsch verstanden oder bin ich einfach so blöd? Oder beides? Man weiß es nicht. Okay, gibt es eigentlich noch irgendwelche? Nee, das kann man eh nicht upgraden. Das ist schon noch Max. Das ist auch schon. Das passt auch. Das können wir auf alle Fälle noch machen. Verehrte Sklaven. Allein das auszusprechen, verehrte Sklaven, ne? Da sind verehrte Sklaven. Dann Logistik. Logistik hier. Ja, doch nochmal das Versorgungslimit. Die letzte Stufe sogar nochmal krass. Und verehrte Generäle 3. Noch mehr Logistik. Weiß schon gar nicht, wohin mit der ganzen Logistik langsam. So, Logistik da oben hin. Warum können wir eigentlich hier schon wieder. Ne, das. Ach, das gehört jemand. Ich dachte, dass wir das kolonisieren müssten. Aber da lebt wirklich jemand. Das ist so ein richtiger Stamm sogar. Das ist eigentlich sein Problem. Digga, der ist stark, da sollte man ein bisschen aufpassen. Der ist auch noch, ja, bei der ist auch schon relativ alt, wobei er nicht so ausschaut. Gut, würde sagen, nächste Folge gucken wir uns dann mal die Artgenossen hier an. Ja, kann man irgendwas bauen, wenn wir schon da sind, noch ganz kurz. Ein paar Steuerämter bauen, ich brauche Geld. Erhöht die Steuern um 15% und die Zivilisationsstufen. Und es stört ja auch keinen, wenn wir das bauen. Also es ist nicht so, dass jetzt dann alle aufständisch werden würden. Wie viel kostet denn eins? 100? 50? Echt? So billig? Krass, wie die Baukosten schon gedrückt haben. Na gut, ich bin erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.